Leute, heute machen wir einen kleinen Ausflug nach Elbflorenz. Dresden, Landeshauptstadt von Sachsen und Heimatstadt einer der sympathischsten Crews, die es gerade gibt. 01099. 20 Uhr in der Neustadt, ich hole mir Empanadas und beiß ab. Ja, die Sonne ist verschwunden und mein Akku schwach. Zeit 20 für eine Luft, aber heute passt das. Die Jungs haben in den letzten zwei Jahren ganz schön Welle gemacht. Befeuert von liebevoll gemachten Videos und Hits, die gefühlt aus dem Nichts kamen und trotzdem den Zeitgeist ziemlich genau getroffen haben. Diese Dame, du hast Löcher und läuft grad auf mich zu in den beigen Crop Top und der Hose über den Schuhen. Ich nehm vom Löcher und der Kippe noch einen Zug. Und wenn's mir mal wieder schlecht geht, macht sie alles wieder gut. Mehr über die Crew und ihre Geschichte und darüber, welche Rolle Nostalgie in ihrem Sound und Image spielt, das seht ihr jetzt. Egal, was bis zum Ende des Jahres noch passiert, 01099 hatten ein ziemlich gutes 2021. Ihr Song Durstlöscher war einer der Sommerhits des Jahres. Sie haben eine neue EP namens Dachfenster veröffentlicht und haben einen Remix mit ihrem Idol Rin rausgebracht. Der Rauch fliegt heut Nacht durch mein Fenster raus, wie Gendarmerie, weiß nicht, wo wir sind. Diese Entwicklung finde ich ziemlich beeindruckend. Vor allem, wenn man daran denkt, dass die Jungs vor gar nicht so langer Zeit, sagen wir mal, etwas wackeliger unterwegs waren. Spiel mit meinen Jungs jetzt FIFA, bei dir geht es bergab wie Skifahren. Du bist mit dem Kopf durch die Wand, so wie sie da, und deine Tracks kennt ihr niemand. Was sich 01099 bisher immer beibehalten haben und was ich anderswo im Deutschrap selten sehe, sie sind irgendwie wholesome. In meinem Haus hat die Cousine von Gustav gewohnt. Und wir haben uns eigentlich im Sandkasten kennengelernt, kann man sagen. Und beim Fußballspielen. Und beim Fußballspielen. Wir haben eigentlich wirklich so oft einfach im Park gekickt bei uns gleich so am Wald. Mega cool. Auf mich wirken sie manchmal so, und das meine ich zu 100% positiv, als würden sie sich immer noch auf der Straße treffen und rumklingeln, um zu fragen, wer noch mit raus spielen kommen mag. Diese Unbeschwertheit spiegelt sich definitiv auch in ihren Videos wieder. Warum riecht es hier so gut? Und das bist nicht einfach du, sondern das ist die Luft am Abend, wenn wir zusammen sind. Ein bisschen albern, ein bisschen dorky, mit einem stressfreien, familiären Vibe. So sind die Jungs von 01099. Und deswegen kommen sie bei vielen von euch auch so gut an. Sie haben alle einen soliden musiktheoretischen Background. Paul ist Jazz-Saxophonist, Gustav spielt Horn, Zachi Akkordeon. Dani studiert sogar gerade Horn in Weimar und ist deswegen momentan Teilzeitmitglied. Fun Fact: Gustav ist der einzige der Crew, der schon immer viel Deutschrap gehört hat, zum Beispiel den frühen Kollega. Die anderen kamen erst ein bisschen später dazu. Das wahrscheinlich prägendste Release für die 01099 Jungs war das Album Eros von Rin. Ich geh raus mit meinen Jungs heute, Baby. Und sie fragt und sie fragt, kommst du heute noch zu mir nach Hause mit, Baby? Was waren so die ersten Deutschrap-Tracks, die ihr gefeiert habt? Schreibt's mir in die Kommentare. Ab Anfang 2019 erscheinen die ersten 01099 Tracks bei Spotify. Parallel dazu die ersten Musikvideos im mittlerweile gewohnt eigenen Stil. Denn ich will ein Koala, Mona, ja, in meinem Garten. Sein Auslauf ist viel größer als ein Fußballplatz. Du meinst, das wäre unmöglich, doch ich träum davon beim Schlafen. Und ruf an so an jeden Morgen, jede Nacht. Dank Songs wie Skür kriegen 01099 mit der Zeit immer mehr Aufmerksamkeit. Und ich esse Skür. Also Mama, hol mir bitte wieder Skür. Skür, Skür. Die Melodien sind catchy, die Musik hat diesen fluffig entspannten Vibe und die Texte sind teilweise so smart und strange, dass man bestimmte Parts sofort nochmal hören will. Seitdem wir Skür holen, hört uns deine Mama Mazda. Ab jetzt ist jeder Zweifel überwunden wie ein Pflaster. Schau auf die AfD herab wie ein Kolibri. Eine Nacht und zwei Hits auf Miyoso Beat. Schau auf die AfD herab wie ein Kolibri. Damit positionieren sich 01099 einerseits politisch und beziehen sich gleichzeitig auf einen ihrer älteren Songs. Ich fühle mich wie ein Kolibri, Federn drin wie Brokkoli. Mitte 2020 erscheint das Debütalbum Morgensonne, im Sommer 2021 dann die Dachfenster-EP. Mit der haben sie den Newcomer-Status dann endgültig abgelegt. Die
Die 01099 Crew hat klare Vorstellungen davon, wie sie sich präsentieren wollen. Auf ihrem YouTube-Profil schreiben sie zum Beispiel ausdrücklich, dass sie in ihren Texten auf Sexismus verzichten wollen. Sing ab jetzt nie mehr über Bitches, Bitches. Keiner von uns vermisst es, misst es. Paul, Zachi und Gustav sagen, dass sie früher Musik mit sexistischen Inhalten gefeiert und diese Inhalte auch selbst verbreitet haben. Ob das ironisch war oder nicht, sagen sie heute, ist egal. Sexismus geht für sie nicht klar und das wollen sie deutlich machen. Find ich einen coolen Ansatz. Soundtechnisch sind manchen von euch bei 01099 bestimmt auch diese House-Vibes aufgefallen. Wie zum Beispiel bei Dies und Das, Durstlöscher und Frisch. Außen wird es frisch und ich dreh mir noch zwei. Die Boxen sind zu laut und sie holen wieder Polizei. Über den Einfluss von Clubmusik auf Deutschrap haben wir auch vor kurzem in unserem Pulsmusik-Analyse-Podcast gesprochen. Check den mal aus. Das Instrumental von Frisch, produziert von einem Dude namens Barré, hat 01099 dazu inspiriert, noch mehr in Richtung tanzbare Beats zu gehen. Angefangen haben 01099, wie viele andere auch, mit Beats aus dem Internet. Mittlerweile arbeiten sie mit ein paar ausgewählten und befreundeten Producern, wie zum Beispiel Avo zusammen. Der hat einen der größten 01099-Hits produziert, den Crew-Crossover-Track Halligalli mit BHZ. Wir machen Halligalli und killen Kasten ziemlich zügig im Abendrot. Mittlerweile macht das gar nichts, gerade ist das üblich und bald immer so. Inhaltlich schwingt bei 01099 für mich super oft so was Nostalgisches, Freundschaftliches mit. Viele Songs handeln von guten Zeiten mit guten Leuten und fast alle Videos spielen in Dresden, wo die Jungs aufgewachsen sind. Der Mond ist aufgegangen und ich fahr durch meine Stadt. Wir sind mit der Family im Beamer ohne Dach. Ich mach bisschen die. Die ganzen Drohnenflüge im Abendlicht, das durch die Stadt ziehen mit der Gang, die Dresdner Landmarks. Die Musikvideos kommen irgendwie so rüber wie eine Teenie-Soap über sehr sympathische Leute, wo immer coole Musik läuft. Wir spielen Bierball zu zehnt und wer verliert, gibt einen aus und wird es wieder zu spät, verliere ich mich in meinem Traum. Zu diesem nostalgischen Grundgefühl passt, finde ich, auch das Merch, das die Jungs raushauen. Die Dachfenster-EP gab's auf Kassette, wie damals Benjamin Blümchen. Zum Release von Dies und Das gab's ein Minidisc-Bundle. Als hätten wir 2001 und nicht 2021. Eine Crew aus Dresdner Gymnasiasten, die bei Jugend musiziert, genauso erfolgreich wäre wie beim Splash. Die Sexismus explizit ablehnen und Lines haben wie ihr seid hinten dran wie ein Digestiv. Auf dem Papier klingt es alles ein bisschen brav, aber bei 01099 wirkt es lässig. Der Mond ist aufgegangen und ich fahr durch meine Stadt. Wir sind mit der Family im Beamer ohne Dach. Ich mach bisschen die. 01099 haben in sehr kurzer Zeit einen eigenen Style entwickelt. Schrullig, sympathisch, mit klaren Prinzipien und einem Sound, der irgendwo zwischen Kika-Serien-Intro-Musik und Deutschrap-Untergrund liegt. Ich fühle mich wie ein Kolibri, federgrün wie Brokkoli. Doch sie sehen mich nicht, ich bin zu schnell. Um mal ihre eigenen Lyrics zu paraphrasieren, sie mixen ihren Alk nicht mit Lean, sondern mit Multivitamin. Dass sie ihren wholesome Fließjacken-Musikhochschulfilm so konsequent fahren, feier nicht nur ich. Features mit Rin und BAZ fallen schließlich nicht mal ebenso vom Himmel. On the replay, DJ, bitte spiel den Remix nochmal. Was hab ich dir getan? Der Kommissar, wir sind doch brav. 01099 sind für mich ein weiterer Beweis dafür, dass sich Deutschrap ständig verändert. Musikalisch und auch inhaltlich. Ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, das ist mir zu poppig, aber ich persönlich, ich find's super. Aber was meint ihr? Fühlt ihr diesen wholesome Deutschrap-Sound und gibt es vielleicht andere Acts, die einen ähnlichen Film fahren? Schreibt's mir in die Kommentare. Über die 01099 Homies BAZ aus Berlin haben wir vor einer Weile mal ein Update-Video gemacht. Das findet ihr hier. Außerdem empfehle ich euch natürlich den Puls Musikanalyse Podcast mit meiner Kollegin Tamara Gütschlü und mir. Lasst auch da gern ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.